So Leute, willkommen zurück hier in der Arena von Metaross City. Wir haben im letzten Part Felicia ziemlich auf den Sack gehauen. Und ja, wir schauen uns mal unser Pokémon an. Unsere Killer-Kampfmaschine Nummer 1 namens Muddy Buddy. Oh yeah, look at this attack stats. Oh my goodness. Ja, sorry für den kleinen Englischunterricht gerade, aber es musste sein jetzt. So, kann sein, dass wir jetzt den Game-Sound sogar ein bisschen hören, weil ich die Box ein bisschen lauter hat diesmal. Ja, mein Vogel ist auch mal wieder von der Partie. Und wir wollen hier gerade aus der Arena und da rennt gerade ein Team Aqua-Mitglied aus dem Hause Devon. Und ja, so wie es aussieht, hat er irgendwas geklaut. Aber bevor wir dem jetzt hinterher spurten hier, gehen wir ins Pokémon-Center und heilen unser Pokémon. Wir heilen deine Pokémon, machen sie wieder fit. Ja, dann mach hin! Mann! Oh Mann, oh Mann. Ja, sind wieder topfit. Ich komme nie wieder hierher. Ernsthaft, ich komme nie wieder. So, da wir kein Fahrrad haben, dürfen wir laufen. Ist ja klar. Und ja, genau hier werden wir jetzt von unserem alten Kumpel wieder aufgehalten, der uns den Superball damals geschenkt hat im Blütenburgwald. Und ja, er sagt uns nochmal, dass dieser Typ die Devon-Waren geklaut hat. Als ob wir das nicht schon gewusst hätten. Und ja, hier sind noch ein paar Trainerkämpfe, die wir noch nicht gemacht haben. Das habe ich mir auch extra eigentlich aufgehoben. Und wir kämpfen gegen Teenager Ludger. Kann ich ja gleich Ludger nennen, ey. Er hat ein Ohoho. Ein Macholo auf Level 9. Da reicht, glaube ich, sogar eine Aquaknarre aus. Und? Ach, okay, doch nicht. Und du wagst es, mich mit Fußkick anzugreifen? Schluck meine Scheiße! Also, es sieht zumindest aus wie Scheiße, obwohl da Lebensschuss steht. So, wir haben jetzt mal platt gemacht. Und weiter geht's. Trainerin aufheben? Nein, können wir uns nicht aufheben. Die gucken uns an, soweit wir über ihr stehen. Dün, 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 dün. Sorry, mich hat's gerade mal voll gepackt. Ich bin irgendwie voll gut drauf gerade. Obwohl ich heute einen ziemlich harten Tag Arbeit wieder hinter mir habe. Und, oh Gott, nein, die hatten Knilz. Aber ich teste jetzt mal den hohen Angriff von unserem Muddy Buddy. Und, oho, nicht schlecht. Senkt seine Initiative auch nicht schlecht. Und mein Vogel hält die Schnauze nicht. Ich glaube, ich werfe gleich meinen Knoppers nach ihm, wenn es so weitergeht. Und noch einmal Lebensschuss. Dürfte kein Thema sein. Und tot. Deine Familie, tot. Dein Hund, tot. Deine ganzen anderen Freunde, tot. Ja, Schulkind. Kerstin. Hey, Kerst. So, Doppelkampf können wir eh nicht machen. Das heißt, wieder Einzelkämpfen. Und ja, ich hätte jetzt eigentlich auch schlauer sein können. Hätte eigentlich den Wanderer unten ansprechen können. Hätte mir den Doppelkampf für später irgendwie aufheben können, aber pff, egal. Und Wanderer Lucius. Er setzt unser allseits geliebtes Kleinstein ein. Natürlich. Das Pokémon, was jeder liebt, was jeder haben will, aber keiner hat, weil es einfach zu geil ist. Und das nach einer Aquaknarre natürlich besiegt ist. Und wir erreichen Level 18. Boah, drei Angriff dazu. Yes. So, und ich werde jetzt nach dem Wandering mal eine ganz kurze Pause machen, weil ich mal aufs Klo muss. Bis gleich, Leute. So, Leute, weiter geht's. Ich habe jetzt mal meinen Vogel abgedeckt, nachdem ich auf dem Klo war. Und direkt der nächste Kampf startet. Battle Action pur. Und Teenager Mark. Und er hat... Oh, wieder ein Knilz. Ja, okay, Level 8. Wir sind jetzt ein Level höher, haben drei mehr Angriff dazu. Dürfte nicht so das Problem sein jetzt eigentlich. Natürlich, es überlebt, war ja klar. Senken seine Initiative, was uns eh nichts bringt. Oh, es macht Tackle. Du bist ein Gangster, du machst Tackle. Und ich mache jetzt Aquaknarre, weil das ausreicht. Hätte das jetzt nicht gereicht, hätte ich mal lieber die freigelassen. Nein, hätte ich nicht. Sowas würde ich nicht tun. Und oh Gott, du Turzel. Mein Hass-Pokémon hier in dieser Edition mal wieder. Ach Gott, ey. Lehmschuss sollte es töten, jawohl. So, Loturzel wäre damit besiegt. By the way, Loturzel ist auch ein ganz cooles Wasser-Pokémon, was nebenbei sogar noch ein Pflanzen-Pokémon zum Zweityp ist. Was ich sehr empfehlenswert finde. Aber. Ja, ich benutze halt nichts anderes außer Boden-Pokémon. Hier mal wieder ein unnützes Item, was keiner braucht. Ein X-Spezial.
und wir gehen weiter hier. Werden jetzt von unserem alten Bekannten hier, den wir noch nicht kennen, aufgehalten, der nach seinem Wingard schreit. Oh, Pekko! Oh, oh, mein Pekko! Oh Mann, oh Mann. Ja, ich will gegen dich antreten, aber erst will ich wissen, was in dem Pokéball ist. Und in dem Pokéball ist überraschenderweise ein Pokéball. Wie ironisch. Und ja, natürlich kommen hier drin auch Pokémon, und zwar Flurmel. Keine anderen, sondern nur Flurmel. Das ist ganz gut, wenn man EV-Training für KP hier in dieser Edition macht, weil Flurmel bringt ein KP EV dazu. Aber ist jetzt nicht weiter von Bedeutung, denn wir wollen hier das kleine Pekko retten. Und dazu müssen wir erstmal diesem Typen den Arsch treten. Und yeah, das Team Aqua Logo. Ich liebe das Logo irgendwie, ist cool. Und er hat einen Pfiffchen Level 11. Mit einer dicken Stressader am Arsch. Sorry, wenn ich mich wiederhole, aber das muss ich einfach immer wieder sagen. So. Pfiffchen ist tot. Ja, klar. Und ja, besiegt. Das war's. Super schwer jetzt. Bla bla bla. Der von Waren erhalten. Endlich. Her damit. Verpiss dich. So, und jetzt kommt der nächste angerannt, der uns einfach mal zur Seite kickt. Pekko, bin ich froh, dass du unversehrt wieder bei mir bist. Pekko verdankt dir ihr Leben. Man nennt mich Mr. Brack und du bist... Ah, du bist also TK. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn du irgendein Problem hast, zögere nicht, mich um Hilfe zu bitten. Ich wohne in dem kleinen Haus am Meer in der Nähe des Blütenburgwalds. Komm, Pekko, wir sollten uns auf den Heimweg machen. Pekko! Hey, ich habe mich gar nicht so schlimm angehört als alter Sack, oder? Egal. Und ja, Mr. Brack ist wirklich eine entscheidende Schlüsselfigur in der Edition hier. Denn er bringt uns jetzt weiter in die nächste Stadt. Oder besser in die nächsten zwei Städte. Und oh hey, hier kommen auch Flurmel außerhalb der Höhle. Wusste ich auch noch nicht so ganz. Und ja, ich bin auch gerade am Überlegen. Aber was ich mir überlege, das erfahrt ihr gleich. Das dauert noch ein Stück. Und ja, wieder ein Pfiffchen, wer hätte es gedacht. Ich bräuchte mal hier einen Zickzacks, Mensch. Ah, naja, vielleicht auf dem Weg zurück zu Mr. Brax, so finden wir eins. Wer weiß. Oh, in dem kleinen Stückchen Gras. Klar. Oh, hey, ein Schwabini. Könnte ich mir eigentlich schon mal als Flugsklaven fangen. Das mache ich auch. Und da es kein Teammitglied ist, fange ich es mit dem Superball. So. Ich habe mir ja vorgenommen, alles mit Pokéball zu fangen. Aber, naja. Moment, ich werde gerade angerufen. Boah, Mann, immer diese Leute, die immer zwischendurch einfach mal anrufen müssen. Ey, ich glaub's ja nicht. Und, oha. Ist das aus dem Superball ausgebrochen? Das glaube ich jetzt aber nicht. Wenn es jetzt im Pokéball drinne bleibt, lache ich. Und? Und? Der Pokéball ist und bleibt der einzig wahre Meisterball. So, und warum ich mir Schwalbini jetzt gefangen habe, das seht ihr jetzt, indem ich ihm den Namen gebe. Das ist unser Flugsklave. Und ich lache jetzt noch heftiger, wenn es ein hartes ist. Ah, okay, still. Still ist behindert. Okay, es ist nicht unbedingt behindert, aber ich mag's nicht. So, und da wir ja jetzt nicht einfach weiterlaufen können, werden wir hier nochmal aufgehalten. Und wir kriegen noch einen Superball geschenkt, damit wir nochmal ein Pokémon fangen können, was dann auch nicht drinne bleibt, was dann eher in einem Pokéball drinne bleibt, weil der Pokéball der neue Meisterball ist. Und ich sollte mehr Luft zwischen meinen Sätzen holen. Und ja, wir sind jetzt hier im Devon-Gebäude. Und werden mit dem Präsidenten jetzt konfrontiert, der uns dann nochmal dankt, dass wir die Devon-Waren zurückgeholt haben. Und ja, wir sollen jetzt mit vortreten. Und ich hoffe, das dauert jetzt nicht zu lange, das Gebabbel, sonst wird der Part ein bisschen knapp. Und ja, er ist Mr. Trump. Bla 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 bla. Und er möchte uns um einen Gefallen bitten. Wir sollen seinem Sohn einen Brief in Faustor Hafen bringen und die Devon-Waren in die Werft von Graffitport City. Alles klar, machen wir doch gerade. Und yeah, wir haben unseren Pokénav bekommen. Das ist eigentlich sowas wie der Pokécom in der Goldenen, nur dass man damit... In der Rubin und Saphir nicht anrufen kann, aber hier in der Smaragd kann man wieder Trainer anrufen, die man nochmal herausfordern will. Und auch, guck mal hier, er ist sogar so nett und heilt unser Pokémon nochmal.
Und ja, ich würde sagen, wir rennen jetzt noch schnell aus dem Gebäude raus. In nicht gerade Hyperspeed-Geschwindigkeit. Und ja, by the way, bei diesem Typ hier unten können wir später unser Fossil, was wir in der Wüste finden, zu einem Pokémon machen lassen. Aber dazu später. Denn ich will jetzt einfach nur noch hier raus. Und ja, jetzt werden wir nochmal aufgehalten. Der hat uns ein Zubehör gegeben, bla 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 bla. Mach hinne. Jetzt haben wir den Trainerruf erhalten. Wir können Leute anrufen. Und ja, ich beende den Part jetzt erstmal und wir sehen uns gleich wieder, Leute. Ciao.